Welcome back! Bitte mich nicht schlagen. Der High Hunter und ich. Und der H2O-Man. Aquaman. Oh, Wasserman. Das ist Batman. Sind zurück! Und wollen jetzt, was wollen wir? Wir wollen jetzt hier zu dieser ollen Delta-Station. Delta-Station. Wir sind kurz vorm Verhungern, Durst haben wir auch ein bisschen was. Egal. Und unser Herz steht auch nicht mehr so richtig, aber... Steht nicht mehr so still. Das interessiert uns alles nicht mehr. Oh. Wir sind Kämpfer. So. Wir haben die erste Survival-Challenge von Lidl erledigt. Da kann uns keiner weiter. So, wo ist denn hier? Wo ist denn bloß? Calorie intake recommended. Hast du einen Hund oder hat er gerade was geknurrt? Nö. Das ist unser Hunger. Jetzt müssen wir auch noch hier irgendwelche Fische fangen, Alter. Komm her, du. Hier, komm. Glubschi. Die bringen am meisten. Glubschi! New creature discovered. Eisglubscher. Das ist ein Eisglubscher. Den haben wir noch gar nicht eingesehen. Den kannst du direkt so lutschen. Das ist ein Eisglubscher. Glubscher kann man lutschen. Hau ab! Alter, nimm das Messer weg. Da ist dieser Klaus. Ekelhaftes Vieh. Wenn der unsere Kiste klaut, kriege ich richtig schlechte Laune. Ich glaube, das kann der wirklich. Ich schwör. Ekelhaft. Dieser Macker ist ekelhaft. Der klaut uns alles. Der hat uns einen Scanner geklaut, weißt du noch? Ja. Erste Folge. Scanner geklaut. Weg. Weg. Der kommt aus Warschau. Polen. Ja. Hauptstadt. Auf jeden Fall. So. Gekochter Eisklopfer. Das ist natürlich auch wieder so richtig gut. Hä, warte mal, jetzt verstehe ich es auch erst. Das ist richtig gut so. Ja, wir kochen uns einen Eisklopfer. Guter Angebot. Eisklopfer. Gerne doch. Und der Vital Signs Stabilizing. Ja, ich bin aus Stable. Ich bin schon mal leiser. Oh, wäre die jetzt wirklich weg gewesen, ne? Ich wäre Klaus, du dieses Gottverdammtes. Bist Schmutz. Verlorene Signalboje. Auf dem Weg zu die... Wieso? So. Alter, Dingsbums. Da sollen wir hin. Ich verstehe eh gar nicht. Okay. Was, bist du über uns? Nein. Lecker. Ja, zieh. Da war doch was. Da sind noch überall Sachen zum Scannen. Seedleiter haben wir. Ja, aber auch gar nicht. Musik ist komisch. Wieder so. Was hast du? Hier war aber wieder. Hey! Bist du so ein Glubschi-Wutschi? Oxygen. Okay. Ein Glubschi-Wutschi. Kein Glubschi-Wutschi. Glubschi-Wutschi. Nein. Ja. Geronimo! Da war doch eine Piste. Hä, waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir schon. Wir waren schon lange hier. Das ist doch... Ich glaube, da unten war aber noch was bei der Klippe. Da war ich. Da war noch was. Ich hab's gut. Sehr interessant alles. Sieht tödlich aus. Egal. One. 30 seconds of oxygen remaining. Ah.
sind wieder diese Eulen. Ja, Mann. Wir brauchen das Konstruktionswerkzeug. Warte. Hat der einen an? Dachte ich auch gehört. Weiter links. Weil das, wo wir erschreckt sind. Das ist wieder der Donut. Da war der Sauerstoff. Fremde Eier. Jo, was? Einfach mal mitnehmen, ne? Fremde Eier. Salzablagerung, lecker. Fremde Eier mitnehmen. Tolle Dinge mitmachen. Ich sammle schon wieder sämtlichen Schrott ein. Und gleich haben wir wieder keinen Platz für irgendwie die wichtigen Sachen. Geile Dinge. Galeniatopfluss. Blei. Oxygen. Alles von Interesse. Why do that? Ich sehe nichts von Interesse. So, ja, wenn da ja. Wow! Damals haben wir immer gesagt, nicht mit fremden Federn schmücken. Jetzt sagt man, nicht mit fremden Eiern. Ich bin nicht. Wer ist als falsch? Das hört sich wahrlich nicht so richtig an. Nö, was ist denn sonst geil findest du, oder was? Okay. Nee, das meine ich nicht so. Du denkst gerade komplett falsch. Ja, ja. Du denkst falsch. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir müssen gleich. Das ist über diese Pinsel, Digga. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Okay. Digga, vermisst du Olli so sehr, Olli Kahn, dass du hier den scheiß Reaper nachmachen musst? Oder? Ich mach den Zombie nach, wir haben diesen einen Game, aber wie ist das gemacht? Ja, siehst du. Ah, das mit dem Game Vater und seiner Tochter. Das Game mit dem Vater und seiner Tochter. Mit einer Zombie. Und dem Zombie. Den Zombies. Eine schrecklich nette Familie. Wie hieß das nochmal? The Last of Us? Ja, The Last of Us. Ah, ich dann hast du... Klicker. Ach, ein Klicker bist du, ja. Klicker, du bist kein Klicker, du bist holzbehindert. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Der macht hart. Ich bin ein Klicker! Digga, nein, du hast ein Problem! Jetzt mach's! Scheiße! Ich bin Klicker! Digga, jetzt mal ohne Scheiß! Für sowas gibt es Therapie. Warning, passing 100 meters. Oh, oh, oxygen efficiency decreased. Oh, ja, ja, wir sind viel zu dämlich, Alter, ich verstehe. Danke. Boah, Alter. Ich weiß ja nicht. Lass mal zur Delta-Station. Was willst du? Welche Delta-Station? Da, wo wir. Du hast da eben noch von gesprochen. Am Anfang dieser. Ich habe gesprochen vom Notsignal, Mann. Ja, deine Delta-Station. Nein, das Notsignal, wo wir gerade die Scheiße angesammelt haben. Hier die gepresste THC-Platte und so. Guck dir das gleich nochmal an. Du hast legit. Guck dir das gleich nochmal an. Du hast legit gesagt Delta-Station. Also ich habe nicht konzentriert. Digga!
wenn diese Aufnahme beendet ist, guck dir die letzte Aufnahme mal an. Da hast du gesagt, wir fahren zur Dänerstation. Ach so. Was ist denn los mit dir? Was ist das hier? Das sieht komisch aus. Kann das sein, dass das hier warm ist? Alter! Ja. Hast du das Ding mal angeguckt? Nee. Ich hab die Augen geschlossen, während ich da drauf zugefahren bin. Was für eine beknackte Frage war das denn? Ich dachte, weil du so in den Himmel geguckt hast. Oh Gott. Unfair. Ja, sehr. Eine Boje. So. Hallo, Schlauchi. Ein PDA. Ein PDA. PDA. Alter, das sieht der hässlich aus. Neben Dock bei der Frachtrakete Sektor 0. Ich brauche hier Kaffee. Fast. Er sagt Kaffee. Kaffeeautomat. Ja, okay. Mülleimer. Aber Digga, ich brauch mal ein Konstruktionswerkzeug, Alter. Keine Kaffeemaschine. Oh, was ist das? Mülleimer. Geil. Den habe ich gesucht. Die ganze Zeit habe ich schon gesagt, Alter, schmeiß deinen Scheiß weg. Eine Bank. Ja, habe ich. Deutsche. So. Hier ist gar nicht. Nee, das ist okay. Ja. Ich dachte schon, der hat diesen Atem, weil. Weil er hat Asthma. Weil er zu viel Mentos gegessen hat. Der hat Asthma. Sammelt die nicht. Warum soll ich die nicht einsammeln? Damit wir wissen, wo diese Scheißstation ist. Was interessiert mich die Station hier? Wahrscheinlich wissen müssen, wo die ist. Warum? Die später locker noch mal besuchen müssen. Digga, wir greifen jetzt hier alles ab, was wir abgreifen können. Wieso ist denn immer noch kalt? Was soll denn das? Scheiße. Gehst du mal schwarzen? Geh zu den Schwarzen. Also es gibt so Sätze, die sollte man sich echt zweimal überlegen. Geh zu dem Schwarzen. Jo. Ich mein, jo. Das macht es gerade nicht besser. Freunde, geh zu den Schwarzen! Jo! Was? Das ist echt so Situation, wo ich mich manchmal frage. Alles klar. Du lässt es so peinlich, da war der Fäustel nicht die beste Art und Weise, dich zur Welt zu bringen. Hä? Was wollen wir mit Feuchtel? Und wieder zur Welt bringen? This is a recorded message. Eine Sau. If you can hear this, you're a trespasser. Hausfriedensbruch! If you know what's good for you, you'll get the hell out of here. Fick doch die Helle! Wir haben minus 30 Grad! Also. Bedenkst du, wer du bist? Oh, hier ist warm. Wir schlachten deine Hühner. Kann man da reingehen? Stirbt man da? Wird einem wieder warm? Ist keine Säure, nee. Ist keine Säure. Es blubbert, es dampft. Ist bestimmt nicht gut. Geh mal rein. Oh, wieder warm. Seek fluid intake. Oh ja, sehr warm. Es ist einfach sehr warm. Arschwarm. Vital signs stabilizing. Zum Glück haben wir richtig leckere Blasenfisch. Flaschen dabei. Richtig geil Blasenfisch. Richtig lecker Blasenfisch. Jo, Blasen. Blasen. Fisch. Wo ist der? Welche gruselige Stimme hat mit mir gesprochen? Das war doch bestimmt. Frisch ein. Mann. Oh mein Gott, ich hab Kopf. Hi. Oh, ja, ist ja gut. Ja. Jo, pass mal auf, ich scanne dich. Tut nicht weh. Tu mir auch nicht weh. Danke. Ach, die macht mich warm? Der Thermalie. Hi, Thermalie. Wegen Therma. Und so. Ja, wegen Therma. Da ist ein Plus drauf. Das ist ja lustig. Das heißt wohl Plus. Ey, da stellen wir eine andere Situation vor. Man hole mir die Wurst. Und das Steak. Wahrscheinlich gibt es auch ein Virus dafür, dass es dir dann kalt wird. Irgendwie habe ich jetzt richtig Bock auf Brotteig. Weißt du, so Stockbrot. Ja,
Was ist da? Ja, du hast echt keine Jugend gehabt. So. Sag mich, ob wir da oben bei dem Windblatt hingehen sollen. Sehr schwere Frage. Nee, wir gehen erstmal hier runter, da ist es kalt. Egal. Ich kann hier nicht langlaufen. Wie viele Pflanzen sind denn das sein? Ah, was ist das? Guck mal her. Danke. Was ist das? Achso. Ich will es gar nicht töten, es wärmt mich. Warum soll ich was töten, was mich an Leben erhält? Weil es Spaß macht. Geil, was ist das denn? Das sieht komisch aus. Schwefelkristalle. Digga. Sehr komisch aus. Das Schwefel. Und das sieht komisch aus. So ein bisschen wie... Weißt du jetzt, was ich meine? Alter, sowas ist aber nicht lustig. Manche Menschen leiden unter so einem Schlepphoden. Was? Das ist nicht cool. Ja, das tut weh. Unglaublich. Du hast keinerlei Anstand. Wirklich? Was bist du? Schwefel. Kopfschmerzen. Ja, das geschieht dir recht. Dass du Kopfschmerzen hast, Digga. Mal doch wohl. Du bist unglaublich. Wirklich. Scheiß! Alter, was so? Das ist doch nur. Oh, so bitte sammeln das ein. Ich möchte. Ich kann es nicht einsammeln. Ich kann es einfach nicht einsammeln, weil. Der Sack ist voll. Der Sack ist voll. Oh Mann. Der Sack ist voll. Ich trinke einfach noch mal ein bisschen was. Ja. Der Sack ist voll. Jetzt habe ich wieder Saft. So. Sein Sack ist wieder voll. Kann ich nicht einsammeln. Den vollen Schleppboden. Das bleibt da jetzt einfach. Ja. Den ganzen Tag. Ja, Mann. Mann. Für immer. Ah, okay. Weiter geht's. Guck mal, Auge, Nase, Auge, Mund. Oh, kann man scannen. Nein. Was? Strüppstreif. Steif? Strüppstreif. Streif. Strüppstreif. Ah, oh Gott. Oh mein Gott. Ah. Wärme mir. Was gibt's hier? Ein Generator. Glaube ich. Das ist gar nicht heiß, geht da rein. Ja, das ist wahrscheinlich richtig warm. Kalt. Da ist noch so ein Sackhoden. Oh nein, der hat einen dicker. Emanuels Sonderhut. Oh, haben wir das nicht schon? Ja, aber doch nicht. So wenig aus sammeln, oder? Also, ja, ja. Haben wir alles schon probiert. What the fuck? What's going on, man? Hey, da liegt was. Ja, das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Eisennuss. Ey, da sind zwei davon. Der hat zwei Nüsse. Ja, okay. Schwierig? Schwierig. Nee, das ist lieber. Yeah.
Das nimmt vier Dinger ein, egal, doch nicht. Nimmt es? Ja. Egal. Aber wir können das Ding scannen. Das da über. Das Eisen steht auf. Sieht aber auch anders auf dem Video aus. Aber was weiß. Ich dachte, es hat ein bisschen weh getan. Okay, du warst nicht zu nah ran. Ach, das war gut. Als zum Hamburg? Das war ein Bild. Das ist nicht wahr. Echt? Das ist nicht perfekt. Okay, aber wir müssen da hoch. Wo kommen wir da hin? Zurück. Echt? Nee. Hab ich gedacht. Nicht wahr? Wenn das Spiegel will, dann fliegt man doch hoch. Kann ich nicht lang. Jetzt? Das Baby ist von dem. Dafür sollten wir dich lang. Nein. Oh shit. Das war ein netter Bossplatscher. Pinguine! Scan den mal. Komm her, du hässliches Viech. Okay. Ah, das ist Wasser halt. Was? Da ist wieder so eine Blume. Was, die? Ja. Da, Digga, da standen wir schon achtmal vor. Was? Kann ich das schon mal? Manchmal habe ich das Video gesehen, bisschen. Kommt noch was. Naja, das hat so mit unterentwickelt. Und ja. Klar, klar, fast auch. Hier waren wir schon. Links, siehe da. Links und wieder ab. Wir sind genauso schlau wie schon zuvor. Und dann kommen wir hier wieder hin. Wo wir schon zuvor waren. Da kommt schon was hin. Ja, scheiße. Das ist ein Ding, ey, wenn nur da hoch. Calorie intake recommended. Ja, nee, irgendwie nicht, dass wir kein Wasser oder kein Essen da haben. Vital signs stabilizing. Ich weiß gar nicht, ob man da hoch kommt, aber. Kaum. Du musst es noch... ja gar nicht da stehen. Was steht denn da? Das. Ich meine die Windmühle. Ich glaube, da hast du ein bisschen Volldämpfisch bekommen. Welches Windmühlen-Ding? Das ganz oben. Digga, das ist doch kein... Das ist Satellit. Ach, das ist ein Satellit. Komisch, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das ist so eher ein Radar oder so. Also so ein Radar, was sich dreht. Ein Satellit ist eigentlich das, was so im Weltraum rumfliegt. Aber natürlich. Ein Bodensatellit. Ist ein Bodensatellit, ja klar. Das könnte aber auch... Salatli. Weißt du was? Lass es uns einfach Windmühle nennen. Ja. Windmühle-Satellit. Yep. 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 Sir. Das wird kalt. Glaub ich. Du bist so klug. Danke, weiß ich. Nicht. Danke dir. Aber die dann schwefeln.
States are there, parents. Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Mr. Krebs. Okay, also nicht nur, dass das Vieh super, super hässlich war. Ich wurde unterentwickelt. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. Und? It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Und? Signal location uploaded to PDA. Und? Wir müssen weiter. Nee, jetzt gehe ich erstmal hoch. Ja. Station Delta. Oh, guck mal hier, da gibt es doch bestimmt irgendwas. Oh, ist da rein? Halt schnell. Geilo, Alter. Das ist jetzt meine Station, Alter. Das scannen wir jetzt ab. Ja. Hat's da. Auch kannst du das von da scannen. Ja, cool, man. Du willst jetzt wirklich alles von da scannen. Der Jukebox. Musik braucht jeder. New blueprint synthesized. Also unseren eigenen Fabrikator nicht wissen. Oh! Ja, Zweckraum. Sehr gut, den brauchen wir. Ich glaube, man kann nicht abwarten. Wahrscheinlich kann man den Logo auch scannen. Denke nicht. Kannst du doch nicht scannen, oder? Ach, das sind Leute, die da wohnen. Nein, kann man nicht scannen. Oh, oder ist das? Modifizierungsstation. Jeremiah Space, was für ein Kackname. Aber wir haben jetzt irgendwo die Beziehungsstation, ne? Ja. Yep. Haben wir da nicht sogar das Ding gemacht? Groß. Wir mit Anfang gefahren. Ärgerlich. Ich brauch diese Poster. Doch, alle Poster und Zeichnungen. Rasierset. Das letzte Rasierzeug. Wir brauchen das. Und auch platziert so ein Picken-Video nachzumachen. Das ist gut. Alles hört sich komisch an, was du sagst. Das habe ich, was du meinst. Aber Mehrzweckraum haben wir gelernt. Mal gucken, was es hier noch so gibt. War da nicht
A map will come in handy. I should be able to find my way to Phi Robotics, where Sam worked. Weil ich was gucken wollte, du Napp. Wo dann? Da ist ein BDR ja. Integrating new PDA data. Das ist Scannen. Ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Haben wir nie wirklich auch im ersten Teil benutzt? Habe ich eigentlich gar nicht benutzt. Einmal zu Scannerraum fand ich völlig uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Ist das eine Station? Danke. Cushy setup. Must belong to one of those higher uppers. Sogar einen Witz über meinen Namen machen. Stadtdamm. Ich weiß. Ach, das ist so ein Ding. Ach, so ein Ding. Sam really got under management skin. I didn't know she had it in her. Mit Schrank. Scan alles. Geht da wie Ken. Der war dabei, was er ist. Das kann auch sein. Was ist Schmutz? Okay. Wir haben ordentlich abgegriffen, Keule. Ja. So noch ein Häuschen, wo wir noch nicht waren. Da kommst du nicht rein. Das finde ich gut, Gabe. Ich lasse weitermachen. Ich wollte auch nicht weiterlaufen. Aber um deiner Seele
Frieden zu schenken, gehen wir da noch mal hin. Damit du siehst, dass man da nicht reinkommt. Das ist der Tür. Gehen wir nicht weiter auf den Sack. Hier können wir nichts machen. Guck, da war doch was. Da war gar nichts. Test. Ja, genau. Test. Ja. Wir haben Status für mich. Keine Ahnung. Also. Mach weg hier. Gehen wir uns mit dir enthalten. Das ist. Allah will. Da ist meistens eigentlich Gold drin oder Diamanten. Das war Gold. Das war Gold. Alter, das ist doch gut. Viel von Titan. Ah, auch Titan. Gold. Gold. Weg. Hm? Gold weg einfach. Ja, Gold einfach weg. Weg. Einfach weg. Alter, ist da viel davon. Junge, ist das cool. Hier ist ein Wellenwand, ne? War das Schwefel in diesem Pott? Schwefel haben wir. Ja, ich weiß. Aber hier ist er. Oh, was ist denn? Was ist denn da? War nichts mit Luft, oder? Nee. Okay. Wir sind uns einig, dass wir ein Konstruktionswerkzeug brauchen. Ja. Wir sind uns einig, dass wir hier eine Signalboje hinballern sollten. Ja, die wir eben genommen haben, aber anfangen sind. Die wir ja auch noch am Mann haben. Zwei. Ja. Das heißt? Krass, ne? Hä? Sollen wir nicht runterhüpfen. Das heißt, wir sollten hier eine Signalboje ausbringen. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch, oder was? Hey, was? Mann! Ja. Kann man hier... Aber nicht du. Digga, was ist das? Kann ich die hier ausbringen? Wirklich aufstellen. Das ging im ersten Teil wahrscheinlich auch. Ich würde die aber.
Gerne benennen. So, nennen wir sie viele Steine oder Erzhöhle. Leiden Schwefel. Oh. Erze. Kleiner Schwefel. Weil hier ist er richtig. Hier ist er richtig Bambule. Ja, ist also hier liegt ja so viel. Da sollten wir auf jeden Fall zurückkommen. Ja, das ist gut. Wie viel ist das? Und mach da mal weg, das Motor. Digga, nerv mich nicht mit so einem Blödsinn jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall ein Konstruktionswerkzeug. Ansonsten sind wir können wir nicht Konstruktion. Unsere Base bauen. Wir haben schon drei Sachen. Was gibt es nicht? Blöde Thermoskanne. Hä? Es gibt eine Kacke. Ja, seitdem das hier kalt ist. So. Oh, Thermaklinge, das ist auch gut. Das könnten wir alles bauen, aber uns fehlt ein Konstruktionswerkzeug. Ja. Das sollte unser nächstes Ziel sein. Ja. Fledermaus. Also, ich denke mal, dass wir richtig gut was erreicht haben. Ja. Wir haben richtig was abgegriffen. Wir haben Klaus hinter uns gelassen. Wir haben Schwefel gefunden. Wir haben Schwefel gefunden. Ja, kleinen Schwefel. Ja. Was aussah wie ein Schlepphoden. Alter, das war so. Muss man ja einfach mal so sagen. Der ja. Haihunter hat sich gar nicht einbekommen. Der freut sich jetzt noch. Ich weiß nicht, ob er heute Nacht schlafen kann. Das Ding mal angeguckt. Ja? Vielleicht träumt er auch davon, heute Nacht geteebeutelt zu werden. Wer weiß das noch? Weiß ja nicht. Da halte ich mich aus. In deinen Träumen. Nee, danke. Wir müssen das nächste Mal unbedingt Konstruktionswerkzeug finden. Ja. Das Fahrzeugstation. Die Fahrzeugstation. Wie sehen wir uns? Ja. Aber wichtig ist, dadurch, dass wir die Modifizierungsstation jetzt gefunden haben, etc. pp. Die Thermaklinge und so. Brauchen wir Konstruktionswerkzeug. Thanks, kurz. Au. Damit wir eine etwas größere Base bauen können. Wo wir uns wohlfühlen und nicht diese Kloake da. Dieses Plumpsklo, wo man sich nach rechts dreht, Nager, und nach links, hier kannst du produzieren. Dann drehst du dich wieder nach rechts, guckst aus dem Bullauge und nach links, da ist die Tür. Wo schläfst so, du? Das ist da wirklich so, das ist dieses Drehen, 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 Drehen. Jeder, der Phobie hat, Platzangst, ja, und damit meine ich nicht Klaus und auch nicht Tobi, also Klaus, Tobi, also Klaus, Trophy. Klauso, Tobi. Ne? Der kann damit nichts anfangen, ja. Wir wollen ein Aquarium aufstellen, wir wollen Pflanzen züchten, wir wollen, wie im ersten Teil, wir wollen die Weltherrschaft, also wir wollen wirklich, wir wollen anders, also wir wollen. Ich würde auch gerne wieder so ein Jungtier mit einem Messer wegmachen. Aber den gibt es hier nicht. Oder? Wir brauchen den kleinen Kurt, weil den dicken Rolli gibt es hier nicht. Wir wollen einfach, wir zeigen Lidl mal, was die. Warum ist das da einfach gerade so runtergefallen? Weil das Viech einfach. Es ist verwirrt. Es ist wahrscheinlich Lidl angestellt. Soll wahrscheinlich die Regale auffüllen und weiß nicht, wo die stehen. Deswegen. Pause. Es geht einfach durch die Wand. Das ist unser Job. Das ist unser. Nee, da gehe ich nicht noch. Das ist unser Auftrag. Das ist. Das ist unser Job. Das ist unser Auftrag. Base bauen, abgreifen, Rakete basteln, nach Hause fliegen und mal richtig schön
Ich hätte beinahe gesagt, aufs Laufband von Lidl scheißen, aber das nicht. Yo, was? Einfach mal so. Hey, yo. Ihr habt es einmal versucht? Ihr habt es zweimal versucht? Schwefel aus links legen. Digga, das ist doch ein Spion von Lidl. Verpiss dich hier! Wo ist es hin? Da! Auch, es ist auch noch unsterblich. Also, besseres Kreuzmittel. Geh weg! Ekelhafte Motte! Es fliegt einfach in die Wand. Oh! Es geht einfach. Du weißt, dass ich hier nicht lang laufe, du Mistvieh. Ich kann doch gar nicht hin. Das ist unser Job. Das nächste Mal. Wir brauchen wirklich dieses Konstruktionswerkzeug. Ja. Wir wollen unsere eigene Base. Wir brauchen Platz. Der High Hunter braucht sein eigenes Spielzimmer. Ha? Wie beim letzten Mal. Mit einem eigenen Aquarium. Er ist wieder da. Einfach zu schlafen. Mit eigenen Aquarium. Vielleicht fände ich auch noch so einen Wackeldackel. Komm her, du! So einen Wackeldackel, den baue ich ihn dann wieder und stelle ihn gleich in den Reisekoffer hin, falls er mich nervt, dass er gleich abkommen kann. Es ist wieder da. Das machen wir das nächste Mal, denke ich mal. Alter, geht mir das nicht. Ich muss hier weg. Lasst uns gemeinsam diesen wunderhübschen... Nein, hier ist kalt. Lasst uns gemeinsam hier stehen bleiben und diesen wunderhübschen Ausblick genießen. Wir sind jetzt kannibalisch auf dieser Insel. Schauen wir mal. Ich dachte, das wäre ein Fluss. Sag dein Freund Bescheid, Alter. Mit mir nicht. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Wenn wir Konstruktionswerkzeug gebaut, Bates gebaut, wir besorgen das, oder? Ja. Wir finden das und dann fangen wir an, gemeinsam eine Base zu bauen und dieses Abenteuer anzugehen und zu schauen, wie kommen wir von diesem vermaledeiten Planeten weg. Ja? Müssen wir überhaupt wieder eine Rakete bauen? Reicht diesmal auch ein Zaubertrick? Wer weiß ja schon. Vielleicht gibt es auch eine Tür, eine magische. Ich würde es gerne finden, wenn irgendwann ein Hovercraft oder so hinzu. Ein Hovercraft oder ein Hovercraft. Aber wir nennen es heute Hovercraft. Hovercraft. Das kommt nicht aus Harvard. Das wurde in Harvard erfunden. H2O Man. Das heißt Hovercraft. Das Hovercraft ist von intelligenten Menschen gebaut worden. Deswegen ist es das Hovercraft. Es gibt auch noch den Oxford-Bus. Es geht den. Auf jeden Fall. Ja, gibt's. Ja, er ist ohne Witz. Ja. Und Hovercraft. Und das Hovercraft. Den H2O-Man. Hovercraft und Oxford-Bus. CO2-Man. Nicht zu verwechseln mit anderen Dingen. Kinders, macht es gut. Wir sehen uns das nächste Mal. Mit H2O-Man. CO2-Man. Mit H2O-Man oder auch Aquaman. CO2. Er kommt immer noch nicht darüber hinweg. Über den Mann aus Atlantis, verständlicher Sozium. Mit seinem Schwefel. Dafür fährt er Hovercraft. Der dicke Olli. Er fährt ja auch Tandem. Ja. Ein Tandem, er fährt Tandem. Ich fahre Fortnite Battlebus. Ja, Fortnite Battlebus fährt er. Ist auch so ein Hovercraft. Da ist es wieder. Bis zum nächsten Mal. Nein. Ja, ich passe mich einfach schon deinen kompletten Kopfdurchfall an. Nächsten Mal. Der Harvard Craft. Nächsten Mal. Das ist so wie der Harvard Damm. Nächsten Mal. Ne? Oder Winston Churchill. Gigi Charles. Also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Nice, und vielleicht kriegt der Lütte sich wieder ein mit seinen Schlepphuben. Und dann bauen wir gemeinsam eine Base. Wir bauen Batman. Ein paar Materialien haben wir ja. Mal gucken, ob wir das Konstruktionswerkzeug irgendwo finden. Jetzt muss ich erstmal hier den Schwefelablagerungen aus dem Weg gehen, bevor er sich wieder nicht einkriegt. Weil er irgendwelche Bilder im Kopf hat. Yo, was? Yo! Yo! Ey, H2O, man! Ihr hört es.
Ich denke mal, heute Nacht wird er nicht schlafen können. Oder aber er wird morgen aufwachen und sagen, warum ist meine Hose feucht? Wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ne? Haltet euch. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.